Und zwar werden wir uns beschäftigen mit der Analyse von Algorithmen. Wir haben jetzt ja einen gesehen und für diesen einen haben wir uns schon so ein paar Gedanken gemacht. Wir haben uns überlegt, wie viele Schleichendurchläufe gibt es in diesem Algorithmus. Und wenn wir mal annehmen, so und so viele Durchläufe schaffen wir pro Sekunde, wie lange würde das laufen? Aber das sind ja ziemlich vage Maße. Und unser Ziel wird jetzt sein, in diesem Bereich Analyse von Algorithmen, sowas wie ein gut handhabbares, aber möglichst einfaches Modell zu entwickeln, mit dem man ganz allgemein Algorithmen betrachten kann. Und das, was wir machen, ist das, was man typischerweise halt auch macht in der Komplexitätstheorie. Also Ziel ist ein gutes, einfaches Modell für die Beschreibung von Algorithmen. Also wir wollen mit diesem Modell in der Lage sein, uns sowas anzuschauen, wie zum Beispiel den Algorithmus von Valerie, den wir eben gesehen haben, und wollen dann in der Lage sein, im gewissen Sinne zu quantifizieren, wie gut oder schlecht dieser Algorithmus ist. Und dafür müssen wir erstmal vernünftige Maßzahlen finden. Wir müssen in der Lage sein, überhaupt abwägen zu können, was gut oder schlecht ist. Und auch da würde ich Sie wieder bitten, selbst mal die ersten Gedanken sich zu machen zu der Frage. Überlegen Sie mal ganz allgemein die Laufzeit eines Algorithmus. Sowas wie das eben oder alle möglichen Dinge, die Sie schon erlebt haben. Wovon hängt das ab? Hängt das ab von der Größe des Inputs? Also das wäre in diesem Fall zum Beispiel, wie viele Ecken der Graph hat. Hängt davon die Laufzeit ab? Mehr Ecken, dauert das Programm länger. Hängt das von der Struktur des Inputs ab? Also Struktur würde jetzt in diesem konkreten Fall zum Beispiel bedeuten, ich kann ja zwei Graphen haben, die beide 20 Ecken haben, aber eine völlig unterschiedliche Kantenstruktur. Ein Graph, in dem 20 Ecken aber sehr viele Kanten sind, ein Graph, in dem 20 Ecken aber ganz wenige Kanten sind. Kann das die Laufzeit des Algorithmus beeinflussen? Drittens hängt die Laufzeit von der Art des benutzten Computers ab. Viertens hängt es von der Speichergröße des Computers ab. Fünftens hängt es davon ab, wie der Algorithmus implementiert ist. Zum Beispiel, wie ich mit dem Speicher umgehe, was für Techniken ich anwende. Und natürlich kann man sich auch die Frage stellen, hängt das von der Programmiersprache ab, die ich benutze? Was meinen Sie, hat Auswirkungen auf die Laufzeit des Algorithmus? Ich hätte gern, dass Sie alles angekreuzt hätten. Das haben ja viele von Ihnen auch gemacht. Also die Hälfte von Ihnen hat auch alles angekreuzt. Ich würde sagen, wenn man genauer darüber nachdenkt, hängt die Laufzeit eines Algorithmus natürlich von all diesen Faktoren ab oder kann zumindest von all diesen Faktoren abhängen. Dass es von der Größe des Inputs abhängt, haben wir eben schon gesehen. Dass die Struktur des Inputs eine Rolle spielt, ist, glaube ich, auch völlig klar. Natürlich spielt die Art des benutzten Computers eine Rolle. Ob Sie jetzt eine alte Mühle von vor 10 Jahren nehmen oder den neuesten Hochleistungsrechner von IBM, macht natürlich schon einen Unterschied aus. Speichergröße ist vielleicht nicht so völlig offensichtlich, aber es gibt schon Algorithmen, bei denen man zum Beispiel sich einfach Dinge, die immer wieder berechnet werden, in Tabellen ablegen kann, damit man nur noch ein Lookup macht. Das kann man natürlich nur machen, wenn man genug Speicherplatz für diese Tabelle hat. Das heißt, wenn Sie ansonsten einen super tollen Algorithmus haben, aber nicht genügend Speicherplatz für Zwischenergebnisse, die Sie immer wieder neu berechnen müssen, dann wird dadurch Ihr Programm auch langsamer werden. Und die Implementation ist natürlich auch ein entscheidender Faktor, ob Sie irgendwas, ich sag mal, clever programmieren oder nicht. Und die Programmiersprache kann durchaus auch Auswirkungen haben, wenn Sie zum Beispiel ein ziemlich klares Modell davon haben, wie irgendwas funktionieren soll und das mit den entsprechenden Datenstrukturen machen können, dann wird irgendwas, was sehr maschinennah ist, schneller laufen als etwas, was zum Beispiel interpretiert ist oder erst in Zwischencode kompiliert wird. Wichtig ist mir eigentlich, dass bei dieser Fragestellung hier und bei den Antworten uns Folgendes klar wird. Wenn ich mir über die Laufzeit eines Algorithmus Gedanken machen will, dann gibt es sehr, sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Da wir aber ein vereinfachtes Modell haben wollen, wollen wir versuchen, möglichst viele von diesen Faktoren wegzuabstrahieren. Ja, das ist eigentlich unser erster Schritt in dem weiteren Vorgehen, dass wir versuchen, uns zu überlegen, was ist wichtig und was ist nicht so wichtig. Wir werden für unser vereinfachtes Modell, habe ich das hier schon stehen? Also ich schreibe es nochmal deutlich hin, vereinfachtes Modell, das ist unser Ziel.
werden wir im Zuge der Vereinfachung drei Dinge machen. Das erste, was wir machen, ist, wir wollen Implementationsdetails ignorieren, nenne ich das mal. Das werden wir dadurch erreichen, dass wir uns so eine Art hypothetischen Computer vorstellen. Das heißt, wir wollen uns nicht überlegen, wie wäre es, wenn wir eine ganz bestimmte Programmiersprache in einem ganz bestimmten Betriebssystem auf einem ganz bestimmten Rechner laufen lassen, sondern wir stellen uns einen hypothetischen Computer vor, der ganz, ganz stark vereinfacht ist und aber nicht so stark vereinfacht ist, dass man keine Aussagen mehr über diesen Computer treffen kann, sondern so, dass wir hoffentlich das Essentielle rausgearbeitet haben. Da werden Sie mehr oder weniger das fressen müssen, was ich Ihnen vorwerfe. Wir nehmen uns da so ein typisches Modell aus der theoretischen Informatik, aber wir werden da schon so ein bisschen drüber nachdenken und schauen, wie das gemeint ist. Das ist der eine Schritt. Der zweite Schritt ist, das klingt jetzt vielleicht am Anfang so ein bisschen kryptisch, wir werden die meisten möglichen Eingaben ignorieren. Damit ist das Folgende gemeint. Der zweite Punkt war es, glaube ich, in dieser Übersicht war ja, die Laufzeit eines Algorithmus kann sehr stark, wenn man Pech hat, von der Struktur der Eingabe abhängen. Wenn Sie sich jetzt überlegen, es gibt 2 hoch 100 verschiedene Graphen mit 100 Ecken. Nee, es gibt noch mehr, Entschuldigung. Es gibt jedenfalls eine fast unvorstellbare Anzahl von Graphen mit 100 Ecken. Und einige von denen sind vielleicht extrem kompliziert und einige sind ganz einfach. Wenn Sie zum Beispiel, also das Einfachste ist, Sie malen 100 Ecken hin und keine Kanten. Dann brauchen Sie überhaupt keine Netzwerkcenter, weil es keine Kanten gibt, die es zu überwachen gilt. Ja? Darum möchte man halt nicht alle möglichen Eingaben in seinem Modell beachten, sondern möchte diese Anzahl der möglichen Eingaben möglichst stark runterkochen. Aber so, dass man immer noch zu vernünftigen Aussagen kommt. Das werden wir, nachdem wir Punkt 1 erledigt haben, machen. Und als dritten Punkt werden wir dann noch, und das sage ich jetzt auch mal so ein bisschen Larifari und gehe später genauer darauf ein, wir werden unnötige Details ignorieren. Da sage ich jetzt mal gar nichts weiter zu, werden Sie dann sehen, was damit gemeint ist. Damit wir nachher zu, wir werden, wir suchen so eine gute Pi mal Daumen-Möglichkeit, Algorithmen abzuschätzen. Und wenn wir diese drei Punkte abgehakt haben, dann werden Sie selbst sehen, was dabei rauskommt, dass wir wirklich ein ganz gutes Modell haben, um zu unterscheiden, ob irgendwas schnell oder langsam ist, effizient oder nicht effizient. Wir fangen jetzt mal an mit dem ersten Punkt, Implementationsdetails ignorieren. Ich hatte ja schon angekündigt, da wird es darum gehen, sowas wie ein vereinfachtes Computermodell zu entwickeln. Das Computermodell werde ich Ihnen gleich sagen, was wir nehmen werden, aber bevor ich Ihnen sage, was wir nehmen werden, sollen Sie sich mal überlegen, was wäre denn aus Ihrer Sicht in einem minimalen Computermodell, das man zur Analyse von Algorithmen benutzen will, notwendig? Also ich habe hier geschrieben, was muss ein minimales, abstraktes Modell zur Untersuchung der Komplexität von Algorithmen unbedingt haben? Wichtiges Wort hier abstrakt. Ich möchte nicht, dass wir gemeinsam einen Computer bauen, den man wirklich benutzen kann. Das ist nicht wichtig. Sondern ich möchte einen Computer haben, den wir uns vorstellen können, als Modell im Kopf. Ja? Und ich möchte, dass wir bei diesem Computer alles weglassen, was wir nicht brauchen. Und Sie sollen sich überlegen, was bleibt dann noch übrig? Wenn ich alles weggelassen habe, was man nicht braucht, was muss ich überhaupt noch haben, um so ein möglichst minimales Computermodell zu haben, mit dem ich Algorithmen beschreiben kann? Braucht man wirklich eine Grafikkarte? Na, jetzt würde ich schon so suggestiv fragen, wahrscheinlich eher nicht. Auch das ist wieder so ein bisschen subjektiv, was hier steht, aber der Sinn ist auch hier wieder, denken Sie erstmal ein bisschen drüber nach. Ja, also ich hätte gerne gehabt, dass Sie Speicher, Ein- und Ausgabe und Programmierbarkeit angekreuzt hätten und das waren ja auch recht viele. Wie gesagt, das ist so ein bisschen subjektiv. Wenn Sie sich überlegen, wie Algorithmen normalerweise beschrieben werden, natürlich brauchen Sie Ein- und Ausgabe. Sie müssen ja die Aufgabe überhaupt erstmal in das Gerät reinbekommen und das Ergebnis wieder rausbekommen. Darum muss man sowas in irgendeiner Form wie Ein- und Ausgabe haben. Nur wie diese Ein- und Ausgabe im Detail aussieht, ob da unbedingt eine Maus dabei sein muss oder eine CD-ROM, da ist natürlich die Antwort im Allgemeinen nein. Es gab ja auch schon Computer und Algorithmen, bevor es CD-ROMs und Grafikkarten gab oder sowas. Ja? Sie brauchen also die Möglichkeit der Ein- und Ausgabe. Irgendwo muss man irgendwie auch was speichern können, zwischendurch mal.
Und natürlich soll das System programmierbar sein, sonst ist es natürlich sinnlos, von Algorithmen zu reden. Alles andere kann man eigentlich weglassen. Dinge, über die man vielleicht noch mal reden könnte, wäre, warum habe ich hier gesagt, Dateisystem braucht man nicht? Naja, sagen wir mal, wenn Ihr Speicher groß genug ist, dann brauchen Sie kein Dateisystem, weil Sie alles im Hauptspeicher ablegen können. Wir gehen mal davon aus, dass alles funktioniert, ne? Und in dem Sinne brauchen Sie auch kein Betriebssystem. Stellen Sie sich das vor wie so ein Computer, der nur dieses eine Programm bearbeiten soll und Sie brauchen nichts, was Ihnen schöne Fenster zeichnet oder Multitasking macht oder sowas, sondern es soll nur ein Algorithmus abgearbeitet werden. Es gibt in der theoretischen Informatik verschiedene vereinfachte Computermodelle. Eins, mit dem wir uns wahrscheinlich später auch noch beschäftigen werden, ist das Modell der sogenannten Turing-Maschine. Das ist aber eigentlich, weil es so einfach ist, schwer zu handhaben. Und was wir jetzt als Modell nehmen werden, nennt man RAM. Damit ist aber nicht das gemeint, was man normalerweise den Speicher, den Hauptspeicher nennt, sondern damit ist gemeint eine sogenannte Random Access Machine. Und ganz vereinfacht stellen wir uns das so vor. Wir haben sowas wie zwei große Speicher. Speicher, Speicher. Und der Speicher ist unterteilt in lauter kleine Speicherzellen. Das ist genau wie bei den Computern, mit denen wir es auch täglich zu tun haben. Sie haben also einen sehr großen Hauptspeicher, der in kleine Teile unterteilt ist. Und wir haben sowas wie eine CPU in der Mitte. Ich setze das mal in Häkchen. Also irgendwas, was man programmieren kann, ja, und was mit diesem Speicher interagieren kann. Und unsere Vorstellung ist eigentlich nur, dass wir, und das ist auch nur eine vereinfachte Vorstellung, man könnte auch beides in einen Speicher packen, wie es typischerweise in den von Neumann-Rechnern passiert. Unsere Vorstellung ist, dass wir in dem einen Speicher unser Programm haben, also den Algorithmus, der dann sukzessive abgearbeitet wird. Und in dem anderen Speicher können wir uns vorstellen, dass am Anfang jemand in diesen Speicher den Input reingeschrieben hat. Der steht schon da. Und dann drücken wir den On-Knopf, dann läuft unser Programm los. Und das darf dann den ganzen Speicher benutzen für Zwischenresultate und was auch immer. Und am Ende soll irgendwo in diesem Speicher der Output stehen. Dann hält das Programm einfach an. Also der Computer hält dann einfach an. Ja? Das ist das einfache Rechenmodell, das wir haben. Und wir wollen uns überhaupt nicht über Details Gedanken machen, sondern wir wollen einfach uns so ein Modell vorstellen, in dem so ein Programm abgearbeitet wird. Wir können das als Pseudocode darstellen. Und in so einem Speicher passieren bestimmte Dinge. Und ich schreibe jetzt noch mal so ein paar Stichworte hin, die so ein RAM definieren. Also das ist eigentlich erstmal das Modell an sich. Da schreiben wir vielleicht mal eins daneben. Und so ein paar Dinge sind typisch für dieses RAM-Modell. Ich schreibe mal hin, Speicher besteht aus Speicherzellen fester Größe. Das ist was, was Sie kennen, ne? In den Computern, mit denen Sie es zu tun haben, haben die Speicherzellen auch feste Größen. Die sind entweder alle 8-Bit groß oder alle 16-Bit groß oder je nachdem, was wir sie für einen Computer haben. Aber da ist Ihr Speicher auch in Speicherzellen fester Größe unterteilt. Also der Speicher besteht aus Zellen fester Größe, von denen es, das ist das Tolle an diesem RAM, beliebig viele gibt. Ja? Also wir stellen uns vor, dass wir einen Computer haben, der, wenn nicht unendlich viele Speicherzellen, auf jeden Fall genug Speicherzellen hat. Das ist natürlich unrealistisch, aber das ist gut, wenn man sich vorstellen will, ob ein Programm, ein Algorithmus effizient ist oder nicht, weil man sich nicht Gedanken darüber machen möchte, wie das würde funktionieren, aber nur, wenn wir sowas wie Terabyte-Speicher hätten. Bei solchen Dingen kann man immer darauf verweisen, in ein, zwei Jahren wird es das geben. Ja? Also wir stellen uns vor, für die Dinge, die wir machen wollen, wird genug Speicher da sein. Das soll nicht das Problem sein. Ja? Wir haben Speicherzellen, die haben eine feste Größe. Aber wir haben genug davon, so viel, wie wir halt brauchen. So, und wir wollen ja die Zeit messen, die solche Programme brauchen.
Und darum müssen wir ja auch in der Lage sein, zu messen, wie lange so ein RAM-Computer für bestimmte Dinge braucht. Wenn Sie jetzt zum Beispiel bei einem Rechner, mit dem Sie es zu tun haben, so ein typischer Laptop, den Sie haben, egal ob das mit Windows oder mit Mac ist, die haben heute alle irgendwelche Intel-Chips drin, wenn Sie es mit so einem Gerät zu tun haben, dann können Sie theoretisch in den Unterlagen von Intel nachgucken und für jede kleine Operation nachschauen, wie viele Nanosekunden die braucht. Also Sie könnten tatsächlich ein Programm runterbrechen auf die Maschinensprachbefehle und dann ausrechnen, wie viele Nanosekunden dafür verbraucht werden. Das würde allerdings ziemlich kompliziert werden, weil es ja diverse Optimierungen gibt, die inzwischen in diese Prozessoren eingebaut sind. Aber zumindest theoretisch wäre es möglich, für ein Programm tatsächlich in Nanosekunden genau auszurechnen, wie lange es braucht. Das ist aber ein Job, den niemand machen will. Und das ist auch nicht das, was wir wirklich tun wollen, sondern was wir tun wollen, ist, wir wollen so ein ganz allgemeines Gefühl dafür bekommen, wie viel schneller oder wie viel langsamer wird ein Programm zum Beispiel, wenn ich den Input verdopple. Wird das dann doppelt so langsam oder wird es viermal so langsam oder hundertmal so langsam? Es geht gar nicht darum, ob das 3 Sekunden länger braucht oder so. Auch da könnte man immer sagen, naja, kaufst du einen schnelleren Rechner, geht es noch schneller. Das ist nicht das Entscheidende. Und darum ist die ganz einfache Feststellung hier bei unserem RAM, einfache Operationen und damit meine ich solche Dinge wie Plus oder Mal oder so ein If oder sowas, also das, was in so einem Programm typischerweise vorkommt, brauchen eine Zeiteinheit. Genauer wollen wir uns ja gar nicht festlegen. Die brauchen alle gleich lang. Ja? Was das für eine Zeiteinheit ist, auch erstmal nicht wichtig. Nanosekunde könnte sein, könnte auch sein, dass es eine Mikrosekunde ist, dann ist es halt ein bisschen langsamer, ist nicht so wichtig. Hauptsache, wir haben so ein bestimmtes Maß. Ja? Und natürlich ist auch das schon wieder unrealistisch, weil zum Beispiel in den meisten üblichen Chips multiplizieren ein bisschen langsamer ist als addieren. Ja? Machen wir uns aber erstmal keine Gedanken drüber. Einfache Operationen brauchen erstmal immer eine Zeiteinheit. Und dann schreibe ich mal hin, Punkt, 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 bis auf Schleifen natürlich. Also wenn Sie irgendwas haben wie eine Vorschleife oder eine While-Schleife, wo irgendwelche Dinge 10.000 Mal, 100.000 Mal wiederholt werden, das dauert dann natürlich 100.000 Mal so lang. Das wissen Sie auch selbst. Das, was im Programm mal lange dauert, sind die Stellen, wo irgendwas sehr oft wiederholt wird. Ja? Also wir stellen uns vor, in unserem RAM-Computer kann man bestimmte Dinge machen, die man in allen Computern machen kann: Zahlen addieren, Dinge testen und so weiter. Das kostet immer eine Zeiteinheit, wollen wir uns gar nicht festbeißen. Aber Schleifen müssen wir natürlich zählen, so wie wir das eben auch gemacht haben. Wir müssen zählen, wie oft muss ich durch diese Schleife durchlaufen und dann multiplizieren mit dem, was in der Schleife passiert. Bis auf Schleifen, Ausrufezeichen. So, und dann noch eine weitere Vereinfachung. Speicherzugriff. Das ist ja etwas, was Programme ständig machen, ist, ich sag mal, kostenlos. In der Realität ist es so, Sie haben verschiedene Speicherhierarchien. Sie haben einmal die Register, die direkt im Prozessor sind, dann haben Sie einen Level 1 Cache und Sie haben einen Level 2 Cache, vielleicht haben Sie noch einen Level 3 Cache, dann haben Sie RAM, es gibt RAM mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, Zugriff auf die Festplatte dauert länger als auf RAM, Sie können eine klassische Festplatte haben oder eine SSD und je nachdem, was Sie machen, kann Speicherzugriff extrem schnell gehen, Register, oder extrem lange dauern, alte Festplatte oder Tape oder was auch immer, ja. Auch das wollen wir völlig wegabstrahieren und sagen, der Einfachheit halber, wenn wir auf den Speicher zugreifen, um irgendwas zu lesen oder zu schreiben, kostet das gar nichts. Ja? Sie merken vielleicht schon, wenn man sich so ein Modell ausdenkt, dann muss man irgendwelche Kompromisse machen und sich überlegen, wo vereinfache ich und wo vereinfache ich nicht. Und es gibt natürlich Algorithmen, bei denen diese Vereinfachung schon zu stark ist. Also wenn ich Algorithmen habe, die sehr viel mit dem Speicher zu tun haben, dann sollte ich vielleicht auch so einen Speicherzugriff auch eine Zeiteinheit dauern lassen oder so. Wir werden aber sehen, dass für unsere Zwecke das okay ist und wir es lieber einfacher machen. Kostet also gar nichts. Ne? Irgendwas aus dem Speicher lesen, in den Speicher schreiben. Super Rechner, ist alles umsonst. Und außerdem kann man den im Pseudocode programmieren.
Das ist auch ganz praktisch, da müssen wir jetzt nicht erst irgendeine Programmiersprache lernen. Wir können den einfach so im Pseudocode, wie ich das eben da hatte, programmieren. Das ist unser vereinfachtes Computermodell, das wir RAM nennen werden und das Sie in dieser oder ähnlicher Form auch teilweise in der Fachliteratur finden werden. Wie gesagt, es gibt auch andere vereinfachte Modelle. Dieses ist aber noch am ähnlichsten einem tatsächlichen Computer. Ich habe hier mal vier von unseren Vereinfachungen aufgeführt. Alle Operationen brauchen gleich lange, nämlich immer eine Zeiteinheit. Der Speicher ist beliebig groß, so viel wie wir brauchen. Der Zugriff auf den Speicher ist kostenlos, kostet 0 Zeiteinheiten. Und einzelne Speicherzellen können nicht beliebig große Werte aufnehmen, sondern haben alle die gleiche Größe. Welche von den folgenden Eigenschaften, die ich eben aufgezählt habe, sind unrealistisch im Vergleich zu den Computern, die Sie da vor sich stehen haben? Sie haben mir nicht gesagt, dass ich die Pause rausnehmen soll. Aber okay. Da draußen wird ja gerade das neue Gebäude gebaut. Nee, nicht, was Sie denken. Ich wollte Folgendes sagen: Der Architekt wird irgendwann ja mal einen Plan für dieses Gebäude gemacht haben, in dem alle möglichen Dinge festgelegt sind. Da wird die Statik berechnet und so weiter. Wir wollen ja nicht, dass das nachher zusammenbricht. Und bei der Berechnung der Statik sind die Bauingenieure davon ausgegangen, dass das Gebäude auf einem ebenen Untergrund liegt. Was, wie Sie alle wissen, nicht stimmt, weil die Erde ja eine Kugel ist. Ja? Also das Gebäude steht nicht auf einer Ebene, aber die Kugel ist im Vergleich zu dem Gebäude, was hier gebaut wird, so groß, dass man das vernachlässigen kann. Also es ist unrealistisch anzunehmen, dass das Gebäude auf einer flachen Ebene steht, aber es ist für die Zwecke, die hier gebraucht werden, völlig okay, das Modell zu vereinfachen. Und genau sowas werden wir auch tun. Das, was wir machen, ist unrealistisch, dieses RAM-Modell und auch die weiteren Vereinfachungen. Aber für unsere Zwecke ist es okay, weil wir an anderen Dingen interessiert sind. Es ist nicht wichtig, wie schnell Addition im Vergleich zur Multiplikation ist, weil wir sehen, dass wir an ganz andere Grenzen stoßen werden. Darum ist es auch okay, solche vereinfachten Modelle zu benutzen.